Ich weiß auch gar nicht, wo ich mich drauf hinstellen muss. Ende naht. Ja, toll. Das Ende naht. Und wo muss ich damit jetzt hin? Weiß einer, wo ich hin muss? Kennt einer den Weg? Das Ende naht, ja. Ja gut, wir können ja auch erstmal was anderes machen, ne? Bevor wir da weitermachen. Ich hab das Pergament geschaut. Ja. Ich bin schlecht in Rätsel. Das Ende naht. Das ist mir aber dennoch nicht. Ich bin echt schlecht in Rätseln, ne? Ist euch das schon mal aufgefallen? Nicht? Gut, mir schon. Ich hab keine Ahnung. Das ist ungefähr so, als wenn man mir ein Kreuzworträtsel hinlegt, wo die Lösung quasi schon mit drin ist. Ich hab keine Ahnung. Ich hätte jetzt halt dasselbe vermutet, ne? Die Lösung steht da. Es mag durchaus möglich sein, aber ich, außer das Ende naht, lese ich da halt nichts raus. Sind zwei Geiten, da stand da das Ende. So ähnlich. Ja. Ja. Steht ja hier auch. Das Ende naht. Ja.
Ach. Okay. Also dann hierhin. Ich hasse Rätsel. Man darf mit mir keine Rätselspiele machen. Niemals. Das ist übrigens bei Wimmelbildspielen genau das Gleiche. Egal wie nah die Lösung ist, ich denke trotzdem um 30 Ecken. Gut, dann weiß ich ja, wohin ich jetzt muss. Ich hasse diese Scheiße. Ich hasse Rätsel. Kann man mir nicht einfach sagen, geh dahin, wo gut ist? Ich hasse Rätsel. Sagt einfach nichts. Einfach nichts. Manchmal könnte man mir den Schatz auch direkt für die anderen arbeiten. Ich werde, wenn man die sagt, geh dahin, fragst du warum. Ja. Ja, so in etwa. Oder gehst du ein Stückchen zur Seite? Warum? Ich bin vergleichbar mit so einem Goldfisch. Ohne Scheibe. Ohne Scheibe. Ohne Scheibe. Das geht stundenlang so. Das ist schlimm. Ey, das ist echt schlimm bei mir. Ich habe ein echt gutes Gedächtnis. Aber was sowas angeht, bin ich dumm. Ich bin einfach dumm. Ich schalte einfach mein Hirn nicht an. Weil da jetzt 2 Sekunden ein Zug durchfährt. Ja. Ich mag Züge. Züge sind toll. Ohne Scheibe. Ich finde Scheiben toll. Huch, ich hab ne Beule. Ihr könnt euch vorstellen, wie oft Frischus mit mir verzweifelt. Also er verzweifelt echt oft. Wunder, dass er sich überhaupt mit mir durchhält. Ich meine, wenn es einmal passiert, okay. Was passiert jeden Tag 30 Mal? Das ist, ich habe auch echt eine Gabe, im Stehen umzufallen. Ich brauche mich nur irgendwo hinstellen und plötzlich falle ich um. Weil ich einfach zu blöd bin, mal gerade zu stehen, ohne irgendwas zu machen. Mit mir wird es nicht langweilig. Mir kann man noch 30 Mal den Kopf am Tag über mich schütteln. Hallöchen. Ich stehe euch zu Dienst. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Die Rowinas. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, dass ich jetzt hier drin bin, aber wir werden es mal sehen. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Werdet ihr mir helfen? Eventuell werden wir das. Werdet ihr mir helfen? Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, hier drin zu sein.
Ja klar, warum läufst du da jetzt einmal rum? Ich bewandle, das hatte das jetzt. Oh mein Gott, da kann ich ihm kurz geschenkt. Oh, meine sind gerade erst, also bei mir sind erst beide beleidigt, dass ich nicht mit ihnen kuschel. Katze wie Mensch. Wobei, gut, okay, Fotos liegt im Bett. Okay, da will ich erstmal noch nicht rein. Gut, das ist gerade erstmal egal. Meine Kätzchen denken sich erstmal nur so, okay? Zu dieser Zeit ist Frauchen immer im Bett. Warum ist sie es jetzt nicht? Warum hat sie uns allein gelassen? Was fällt ihr ein? Wie können wir sie am besten umbringen? Dem Hund ist es egal. Wobei manchmal wacht sie tatsächlich, bis ich hochkomme. Da liegt sie manchmal tatsächlich vor der Tür und wartet, bis ich im Bett liege. Und dann geht unser Hundi erst zum Härchen. Macht sie nicht immer, aber nur manchmal. Das ist tatsächlich mal echt süß. Sind hier ganz viele Zwerge. Die süßen kleinen Zwergchen. Ja, mit Orkwaffen. Ah ja. Wie der einfach mal den Kampflärm nicht hört, ne? Jo, dann gehen wir die Sachen erstmal kurz ab. Stehe ich einmal kurz hier runter. Da oben. Quest abgeben. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Ja. Gnaschkrack. Okay. Was wollt ihr? Wo immer das Pferdegeräusch herkam. Hättet ihr die Güte, einen Augenblick mit mir zu sprechen? Okay. Autsch. Und wieder Knochen gebrochen.
Okay, ich glaube, das eine könnte ein Ork sein und das andere könnte wahrscheinlich ein Grimmern sein. Okay, so die Frage, wo die einzelnen Typis sitzen. So, hier unten war keiner. Ja. Die heißen zumindest nicht Neschrak. Aber ich glaube, wir schaffen noch Stufe 29. Oder was meint ihr? Schaffen wir das noch? Da habe ich. Oh nein, wir haben schon wieder eine Truhe. Wir haben jetzt drei Truhen. Drei. Mein Finger juckt, diese Truhen zu öffnen und einen Schlüssel zu kaufen. Auf der anderen Seite ist es natürlich gut, dann kann ich nächsten Monat besonders viele Kisten öffnen. Nee, das springe ich jetzt mal nicht runter. Da ist er. So, einen haben wir schon mal. Danke, Hype. Aber ich habe ihn nicht ganz erschreckt. Der war Gott sei Dank diesmal recht leise. War ja der leise Jumpscare. Die einen und zwei sind schlimmer. Wobei ich trotzdem kurz gezuckt habe. Aber der hier ist nicht ganz so wild. Die anderen beiden sind schlimmer. Deutlich schlimmer. Den einen Bauch haben wir auch besiegt. Muss ich jetzt mal wieder Bits kaufen. Na, müssen musst du gar nichts, ne? Das ist ja schon klar.
So. Ich gehe mal voraus, dass wir das Zwergenbanner draußen finden. Ich habe jetzt zumindest noch nirgendwo ein Zwergenbanner gefunden. Wenn ich falsch fliege, dürft ihr mir das gerne sagen. Aber auch wenn ich richtig liege. Ich will mir jetzt hier den Wolf suchen. So, also hier war auf jeden Fall eine Tür. Da hinten glaube ich auch. Gehen aber erstmal durch diese hier. Okay, dann lande ich aber auf der anderen Seite. Okay, das Zwergenbanner wird hier nicht sein. Ich bin in die Richtung angezeigt. Das hier. Versuchen wir doch einfach mal die andere Tür. Nein, noch mehr Kisten. So, ich will euch mal ein bisschen mitnehmen. Verführungsmedien, kannst du sie jetzt auf den Schritter setzen? Immer. Ich könnte es tun, aber... Warte mal! Ich weiß, wie ich dem widerstehen kann, und zwar indem ich sie einfach... Warte mal. Wir machen es mal ganz einfach. Warte mal. Ich kann sie doch bestimmt hier in die Bank einlagern, oder? Ja! Okay, warte. So funktioniert das doch auch. Dann komme ich gar nicht erst hin für die Versuchung, dann sehe ich sie nicht. Was ich nicht sehe, das will ich auch nicht haben. Wir versuchen es beim nächsten Mal mit dem Filter, okay? Sobald die nächste Kiste drin ist, darfst du mir das mit dem Filter gerne erklären. Aber es juckt echt halt so mega in den Fingern. Ich finde diese Kisten... Da ist noch eine. Ich finde diese Kisten halt mega cool. Auch wenn da die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen, aber ich finde es halt echt cool. Einfach, weil da so viele coole Sachen drin sind. Ich mag die Kisten. Gibt es da dann eigentlich von... Ich sag jetzt einfach mal von Ortschaft zu Ortschaft andere Items? Beim Bree gibt es ja jetzt zum Beispiel das Rost der hellen Schar. Und ich weiß gar nicht, da wilden Hügel oder wie das andere Ding da heißt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Zumindest das mit der hellen Schar weiß ich. Ist das dann in anderen Städten wieder was anderes oder ist es immer das Gleiche? Was man von diesen Prachtstücken des Glanzes kaufen kann. Weil bei dem Bingo-Abzeichen ändert sich das ja von Ortschaft zu Ortschaft. Wir können uns ruhig Schlüssel in Game finden lassen, solange es nicht Level Cap ist. Das ist halt das, was mich auch ärgert. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Punkte zur Verfügung habe schon, das ist halt der Grund, warum ich mir gerade nichts kaufe. Bei 80... Hallo, Mappa. Bei 80 finde ich, lohnt sich das für mich nicht, was zu kaufen. Aber dieser Drang, wenn ich zum Beispiel fünf Kisten habe, ist dann halt sehr groß, ne? Aber es wäre halt echt einfacher, wenn man zumindest die Wahrscheinlichkeit bestehen würde, dass man so Schlüssel kriegen würde.
Weil ich habe schon mehrmals in der Zeit geguckt, ob man den irgendwie anders kriegt. Aber den kannst du ja scheinbar nur kaufen. Und das ist das Ärgerliche. Das heißt, du musst jedes Mal mindestens 6 Euro für kaufen, um diese scheiß Kiste zu kriegen. Deswegen sind die Kisten bei mir auf dem Filter. Wie gesagt, wenn ich sie eigentlich in die Bank packe, dann passt das. Darf sie nur nicht so häufig im Inventar sehen. Nächsten Monat ist das kein Problem. Nächsten Monat kann ich mir das kaufen. Und sobald ich alles habe, was ich haben will, ist es sowieso egal. Dann sind mir die Dinger schnurzpiepe. Dann brauche ich sie nur noch für meine anderen Chars. Außer halt für die Kostüme. Kostüme habe ich dann ja sowieso. Das ist ja nur noch im Shop. Aber sie gab es mal in-game, ne? Weil ich kann mich mal nicht daran erinnern, dass ich irgendwie mal Schlüssel gekriegt habe. Kann aber auch sein, dass das nur aus diesen Jahrestruhen ist. Weil ich glaube, in der 3-Jahres-Kiste müssten, glaube ich, 3 Schlüssel drin sein. In diesen Boxen, wenn man halt nur in Char stellt. Muss meine Kisten nachher auch nur in die Truhen legen. Ja. Ah, ist. So, jetzt ist die Frage, wo komme ich zu dem Zwergenbanner? Ich versuche mal die andere Tür. 3 Jahre, 3, 7 Jahre, 1 Schlüssel. Das ist aber ganz schön unfair, ne? Für 3 Jahre kriegst du 3 Schlüssel, für 7 Jahre kriegst du 1 Schlüssel. Wäre es dann nicht fairer, wenn du für 7 Jahre 7 Schlüssel kriegst? Das haben sie doof gemacht, finde ich. Irgendwann ist es außerhalb. Also hier ganz raus oder hier durch die eine Tür? Oder komme ich durch die andere Tür auch nach draußen? Das hätte sie auch mehr als Questbelohnung so machen können. Ja, weil ich finde, ich meine, sie verteilen ja jetzt schon relativ viele Truhen. Und für die Masse an Truhen, die du da so quasi kriegst, wäre zumindest die Wahrscheinlichkeit, einen Schlüssel zu kriegen. Wäre doch wenigstens drin. Ich meine, ein Schlüssel ist wenigstens wahrscheinlicher als gar kein Schlüssel. Das macht doch mehr Sinn. Dann halt die Schlüssel seltener machen. Guck mal kurz draußen. Aber naja. 2-mal im Monat kann man sich das ja gönnen. Ich finde es halt einfach praktisch für diese Mounts, die man dann halt kriegt. Die Pets. Aber wie gesagt, wenn man jetzt halt auch durch diese Quest, was du ja meintest, Tolerion, da zumindest 1000 Dinger kriegen kann, dann bin ich damit ja auch schon zufrieden. So, ich muss irgendwie... Also hier irgendwo. Nicht durch euch. Die Frage. Da! Oho, ich hab's gefunden. So. Weil das Pferd der hellen Schar ist halt schon cool. Genauso wie diese Biene, die ich dir oder die euch ja vorhin gezeigt habe. Ist halt mega cool. Die Biene könnte ich mir, meine ich, sogar schon leisten. Aber das Mount halt nicht. Das Mount kostet 5000. Seid gegrüßt. Willkommen. Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Und in den Gebieten Level 100 kann man auch rot-grüne Asche bekommen, die man gegen Prachtstücke tauschen kann. Boah, das dauert ja Ewigkeiten, bis ich da wäre. Das Schlimmste ist halt, diese Geduld aufzubringen, ne? Bei mir ist halt so, irgendwie so das Problem, wenn ich etwas sehe, was ich toll finde und ich die Möglichkeit habe, es halt schneller zu kriegen, als wie es eigentlich geht, ne? Aber diesen Monat geht es halt echt nicht mehr. Ich muss mich halt echt gedulden jetzt. Oder halt das festmachen oder dann halt wirklich bis 100 spielen. Wenn es auch erspielen kann. Ja, alles gut. Ich bin froh, dass du das sagst. Ich bin da echt froh drüber.
Also desto mehr Tipps du uns geben kannst, desto besser ist es. Weil ab hier an kenne ich das Spiel kaum noch. Jetzt bis ja knapp Level 30 weiß ich ein paar Sachen. Alles, was jetzt danach kommt, weiß ich halt nicht mehr. Da bin ich. Bin ich echt Noob. Also ich bin auf jegliche Hilfe angewiesen, die ich kriegen kann. Sozusagen. Willkommen! Ihr kommt wahrlich zur rechten Zeit. Okay, das sind wieder in der Feste. Grimhand-Äxte. Lichter Zwerge. Geh mal davon aus, dass ich das unten wie auch hier finden kann, ne? Echse kann man auch hier kriegen. Es ist so ungewohnt, dass ich diese antiken Vasen nicht looten kann. In meinem Schakotti. Der hat jetzt recht bescheiden zu steigern. Echt? Beim Gelehrten war ich ja auch am Überlegen. Ich hatte, bevor ich quasi wieder angefangen habe, Lotro zu streamen. Ich weiß gar nicht, den Jäger hatte ich noch mal ausprobiert. Den Waffenmeister. Ich weiß gar nicht. Was, der Hüter? Der Hüter oder den Hauptmann? Und den Runenbewahrer hatte ich ausprobiert. Und der Runenbewahrer hat mir halt so bisher am besten gefallen. Halt auch so von den Fähigkeiten her. Und dann halt geguckt, was da am besten zu passt von den Berufen. Und ich weiß gar nicht, was hatte ich jetzt? Warte mal, muss ich mal kurz gucken. Ja, Kesselflicker. Ich finde, das passt eigentlich so ganz gut. Ich bin halt froh, dass ich so meine eigene Waffe herstellen kann. Nur mit dem Kochen ist es halt immer noch so ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, was hatte ich denn damals? Damals hatte ich einmal. Ich glaube, Entdecker hatte ich einmal auch noch. Und ich glaube, Waffenschmied hatte ich einmal. Ui. Hätte mal wieder eine doofe Frage zu Ludrum. Aber kann man den Irrgarten in Wies mit schaffen, um einmal durch die Ecken zu rennen? Ja, kann man. Kann man. Ich habe tatsächlich mehrere Anläufe gebraucht, bis ich den Weg gefunden habe. Aber man kann ihn schaffen. Oh, also ohne Abkürzungen. Beziehungsweise Abkürzung darfst du ja, glaube ich, gar nicht nehmen. Es gibt aber, glaube ich weiß gar nicht wie viel. Vier oder fünf Maps, glaube ich, im Irrgarten. Das sind aber echt knapp bemessen. Ja. Also ich schaff's immer so zwischen 5 und 10 Sekunden. Das ist so das Max, was ich meistens noch übrig habe. Also wenn du den Weg nicht gerade auswendig kennst oder das Glück hast, dass gerade vor oder dass du mit einem drin bist, der den Weg tatsächlich kennt, das ist schon echt knapp. Das ist schon echt richtig, richtig knapp.
Vor allem beim ersten Mal, wenn du halt diese Kürbisse und die Raben noch mitsammelst, dann schaffst du es definitiv nicht. Wenn du ohne das Sammeln durchgehst, dann ist das schon möglich. Aber du musst halt den Weg echt kennen. Ich hatte da auch echt mega viel Probleme. Weizentrick musst du abkürzen. Ja. Ja, Weizengewürz dachte ich halt so, ja, geil, ich kann abkürzen. Und dann, oh, scheiße, kann ich ja nicht. Das war so richtig ärgerlich. Gibt fünf verschiedene Labyrinthe. Okay, fünf. Ich hatte zwei bisher. Zwei habe ich bisher geschafft oder zumindest gesehen. Und sie sind einfach ätzend. Was so ätzend. Damit mache ich nie beim Durchrennen. Ja, ich habe am allerersten Mal den Fehler gemacht. Da wusste ich es halt nicht, ne? Da dachte ich, okay, ich habe hier bestimmt genug Zeit. Ja, hatte ich ja nicht. Das ist halt jetzt das erste Herbstfest, was ich mitgemacht habe. Das allererste. Aber ich habe meinen Mount, damit bin ich glücklich bisher. Wenn ich jetzt noch die schwarze Katze kriege, bin ich mehr als glücklich. Und wenn ich dann vielleicht noch die Flügel kriege, dann bin ich immer hochjauchzend. Aber das mache ich dann im Laufe der Woche. Das mache ich jetzt nicht im Stream. Dafür will ich zu sehr wissen, wie es weitergeht. Weil, wie gesagt, alles, was wir jetzt sehen, wo wir jetzt lang gehen, das kenne ich halt nicht. Das hier kenne ich halt doch, weil ich es vorhin gespielt habe. Das ist doch schon das Buu-Emote. Nee. Nee, habe ich noch nicht. Das muss man sich auch kaufen, ne? Gehe ich mal von aus. Von diesen Medaillen, oder? Da kriegt man das durch eine Quest. Also ich habe bisher nur, wie gesagt, das Mount. Und das hier, das Kleid. Schriftzeichen beim Herbstfest, okay. Ja, das Kleid hier habe ich noch. Aber mehr besitze ich tatsächlich noch nicht. Das sind die einzigen zwei Sachen. Dufte, Hallöchen. Schön, dass du reinschaust. So später Stunde. Oh Gott. Und ich habe noch gesagt, ich mache heute nicht so lang, ne? Na egal. Scheiß drauf. Jetzt ist eh zu spät. Jetzt ist eh zu spät. Wir brauchen noch eine Axt. Und wir schaffen tatsächlich Level 29. Und wir haben die Äxte. Und auf See ist erneut. Warum schnaubt eigentlich immer ein Pferd, was gar nicht da ist? Ich finde das einfach sehr, sehr seltsam. Jo, Hallöchen. Den armer Kostüm draußen. Seid gegrüßt. Juhu, Stufe 29. Okay, besiegt Waage.
Okay, dann suchen wir einmal nach dem Medaillon. Geht sofort weiter. Da muss ich drauf kommen. Also, das sind nur die üblichen. Fichter. Hallo, ihr süßen kleinen Gräberin. Die Frage. Es gibt hier irgendwo anders, ne? Muss ich unterwärts? Hmm.